Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind wieder am Basteln und es geht hier ein bisschen nochmal um Alugas. Habt ihr ja zum Teil schon gelesen. Und wir wollen auf ein paar Fragen von euch eingehen. Deshalb wird Stefan basteln. Ich werde eure Kommentare nochmal zusammengehen. Und das alles seht ihr nach unserem Intro. Die Bienchen sind hier auch sehr fleißig, wollte ich gerade sagen. Ja, um dieses Schild geht es, damit die andere Flasche auch so ein Schild kriegt. Aber was das genau ist, wissen vielleicht einige. Und zwar geht es hierbei um die Truma Level Control. Wir haben die zu unserer iNet-Box dazu bekommen und unter einer Gasflasche sozusagen untergebaut. Eine zweite hatten wir nicht dabei, haben uns aber entschieden, wir wollen doch noch die zweite zu nutzen, denn uns gefällt das System ziemlich gut. Man kann auch genau ausrechnen, wie viele Tage man mit dem Gas noch reicht. Also von daher ist es schon eine lohnenswerte Geschichte. Und damit die zweite Gasflasche auch so ein Level Control bekommt, ja, fange ich jetzt mal an zu bauen. Als allererstes habe ich erstmal die Gasflaschen hier rausgenommen. Das ist die, die noch kein Level Control hat. Das ist die, die schon Level Control hat. Dazu brauchen wir einfach zwei Dinge, weil wir eine Alugasflasche haben. Dieses Gerät hier spannt sozusagen das Ganze unterhalb der Gasflasche. Und das ist halt wichtig bei Alugas, weil das nicht magnetisch ist, logischerweise. Kann also dieser Level Control, den man unter einer normalen Stahlflasche einfach drunter klacken kann, durch Magnet dann gehalten, kann der natürlich nicht halten. Also müssen wir vorher das Ding hier ja aufbauen. Ja, vorher natürlich noch das Ding anlernen an die Truma iNet-Box und auch an unser Handy natürlich, logischerweise. Wir haben noch eine extra App dafür. Ja, und dann war es das auch schon. Also wie das Anlernen funktioniert, steht eigentlich in der Anleitung drin und ist ziemlich einfach. Batterien rein, den Knopf auf der Rückseite gedrückt, also der Bluetooth-Knopf hier, dann fängt das Ding an zu blinken und dann muss man in die App der iNet-Box rein und kann einfach nur nach neuem Level Control suchen und dann kann man den schon hinzufügen. Ja, dazu wird der Name vielleicht noch geändert, denn er hat erstmal eine lange Nummer und wir finden es besser, wenn man einmal links und rechts auch unterscheiden kann. Also schreiben wir das auch dementsprechend rein. Level Control verbaut? Genau, das ist recht einfach. Also das ist wirklich so simpel, das kann theoretisch jeder. Zum Tipp nochmal dazu, ich habe es jetzt im Internet nirgendwo irgendwie gelesen, aber die Level Control kann man auch einzeln benutzen. Das heißt, dafür hast du halt diese extra App. Du kannst halt nur dir diese Sensoren kaufen, ohne die Truma iNet-Box. Wenn man das halt möchte, ist das auch kein Problem. Genau, wir werden natürlich noch weiter basteln. Das geht aber erst morgen. Das heißt, wir sind ja ein ganzes Wochenende jetzt, wo wir basteln werden. Dann machen wir morgen weiter. Da kommt der Batteriecomputer. Das genau. Zeigen wir euch jetzt auch. Und in der Zeit, wo wir einfach die Zeit überbringen, in der Zeit, wo wir nämlich dann schlafen, erzählen wir euch noch was. Wir haben ein paar Fragen bekommen und die möchten wir jetzt einfach mal beantworten. Zum einen von Michael: Wolltet ihr nicht einen Kompressorkühlschrank? Neben eurem Logo ist auch die Lüftung eines Absorbers. Lieber Michael, das ist richtig. Wir hatten zwar das schon kommentiert, aber trotzdem auch nochmal für euch. Dieser Kuwi, so wie er jetzt ist, ist unser Übergangs-Malibu. Was heißt Übergang? Das wurde auch schon öfters mal gefragt. Übergang heißt, wir haben uns entschieden, für die Zeit, bis unser eigentlicher kommt, einen anderen Malibu erstmal zu kaufen. Da werden Rückkaufrecht etc. alles vertraglich geregelt. Genau, unser Händler hat uns das halt auch angeboten. Also haben wir gesagt, okay, kommt, dann kaufen wir halt dieses Fahrzeug jetzt für den offiziellen Preis. Und das wird dann halt dementsprechend verrechnet, natürlich mit einer Nutzungsentschädigung für den Händler logischerweise, weil ein bisschen dran verdienen muss der Händler natürlich auch, ist ja klar. Genau, und wir müssen sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, wir sind viel. Also bei uns auf jeden Fall. Also ja. wir haben 6 Monate, ein Jahr haben wir so in der Trennung und wir müssen sagen, selbst bei einem halben Jahr sind wir günstiger, als wenn wir so einen Wagen mieten wollen und wir möchten eigentlich fast immer raus, wir haben es dringend notwendig. Also dementsprechend in unserem richtigen Kuwi Malibu, den wir gekauft oder kaufen wollen. Genau, soll dann ein Kompressorkühlschrank drin sein, der, wenn er auch nicht irgendwie, ja, vielleicht nicht lieferbar ist oder sowas, das müssen wir dann halt sehen. Also im Moment steht noch gar nicht fest, wann unser Auto überhaupt kommt. Genau, dann haben wir von Pablo die Frage bekommen, wie habt ihr das Thema Abgasbetrug beim Fiat Ducato gehabt? Also, gehandhabt?
Soweit ich weiß, sollen diese Fahrzeuge, also die neuen Fahrzeuge, ja erstmal gar nicht betroffen sein. Ehrlich gesagt handhabe ich das generell so, ich muss damit leben, weil entweder ich kaufe mir hier so ein Fahrzeug mit einem Dieselmotor, weil ich sehe es so, sie werden alle irgendwo ihre Geheimnisse haben und überall wird es irgendwelche Unklarheiten geben. Dann kann ich halt nur gucken, dass ich kein Dieselfahrzeug kaufe. Aber das ist natürlich im Wohnmobilbereich, wisst ihr selber, ziemlich schwierig. Und ich sage es mir einfach so, für dieses Fahrzeug, ja, abwarten, was da jetzt kommt. Und für das andere Fahrzeug, bei VW hatten wir es genauso. Da waren wir auch zum offiziellen Rückruf für den VW-Bus. Also, das ist so. Ja, ist doof, aber ist so. Genau, also handhaben tun wir das gerade. Wir leben damit, wie es ist. Genau. So, dann hat der. Oh Gott, ich hab's weg gemacht. Warum? Warum tue ich sowas? Da war es wieder. Der Wolli hat uns gleich zwei Fragen geschrieben. Würdet ihr so gut sein und berichten, ob bei der Badtüre der Verriegelungshaken exakt mit der Schließaufnahme fluchtet? Das ist relativ einfach. Da blende ich euch jetzt gerade mal ein Video ein. Das geht nur 3 Sekunden, aber da habe ich das einfach mal gesagt. Also, wie gesagt, die Tür habe ich mal zugemacht und entsprechend, dass es passt. Eigentlich passt das genau. Gestern hatten wir so einen kuriosen Fall, dass Wenn du die die Tür. Tür irgendwie dann wieder aufziehen konntest, aber ich glaube, da war die irgendwie nicht richtig eingerastet. Also ich habe es jetzt kontrolliert und habe es kein Problem festgestellt. Und die zweite Frage, und ob bei euch ebenfalls die Badtüre mit der Einstiegsstufe zum Bett kollidiert, wenn diese ganz aufgeschlossen ist. Ja, Ja, ganz tut es. klar. Bild wird gerade eingeblendet. Genau. Also man kann die Einstiegsstufe nur zur Hälfte aufmachen, dann geht auch mit der Tür. Das haben wir Genau, ausgetestet. das ist der Tipp. Funktioniert eigentlich Also die auch. Hälfte halt aufziehen, dann geht sie halt nicht komplett die Trittstufe, aber es reicht dir, um halt ins Bett reinzukommen, und es reicht halt auch noch, die Badtür aufzulassen. In der Nacht ist es natürlich doof, wenn man dann aufs Bad, also ins Bad muss und man hat dann die Trittstufe draußen, klar. Also ein Stückchen immer drin lassen, glaube ich, ist dann besser. Genau. Dann der Jason hat eine sehr interessante Frage gestellt. Frage mich, was der Marcel eigentlich tut in eurem Haushalt, weil kochen tut Stefan ja auch. Wie gesagt, ich bin für die Döniken hier zuständig und Ja, eigentlich ich mache entsprechend, ich mache Abtrocknen, ich mache entsprechend, ich habe ein paar Ideen mit, ich mache das Social Media, ich mache diesen genau, das Marcel YouTube-Kram. kümmert sich sehr, sehr viel um Um euch euch, genau. und damit ihr auch eure Antworten bekommt und ja, dass wir auch halt Kommentare beantworten und so weiter. Da halte ich mich mal komplett raus, weil das ist für mich ein bisschen sehr anstrengend und von daher. Und damit ich solche Ideen überhaupt habe, muss mein Mann mich bekochen, damit ich wieder Ja, Energie bekomme. genau. So einfach ist es. Weiter geht's. Gut, dann schauen So, wir dann hat der Frank eine Frage gestellt. Ihr habt zwei Gasflaschen, aber gesehen habe ich nur einen Fischern. Dann habt ihr zwei Anzeigen. Seit heute ja. Genau. Ich glaube, das ist die Frage beantwortet. Genau. Uns hat das System überzeugt und wir haben gesagt, ja, cool, wir werden das noch mit einrüsten und ja, muss man mal einfach ausprobieren, weil das Schöne ist ja, man kann sich erstmal einkaufen, probiert es aus und da kann man noch mal einen nachkaufen. Ist ja kein Problem. Weil die sind schon teuer, muss man sagen, knappe 144 Euro. Also Ja, ich das glaube, sollte man. 150 Euro war es bei uns mit Versand. Also, Das mal überlegen. So, jetzt ist eine Sache, da müssen wir wahrscheinlich gleich mal einen Cut machen, weil er möchte nämlich seine Kombi 4 gerne gegen eine 4e tauschen und er braucht mal eine Sequenz vom E-Anschluss. Da müssten wir selber erstmal nachschauen, weil ich weiß gar nicht, sehen wir bei der Trümmer einen E-Anschluss von innen? ich glaube, das wird schwierig, aber wir gucken mal. Wir müssen mal das Fach auseinandernehmen und müssen uns das mal anschauen. Wir blenden euch da, glaube ich, gleich mal was ein. Also generell das zu tauschen von der 4 zur 6E. Er möchte zu 4E. 4E habe ich nicht gewusst, dass es die gibt, ehrlich gesagt. Da bin ich gerade nicht informiert oder ich sag mal so, ich habe es bei Truma nicht entdeckt. Ich denke mal, er meint die 6E. Natürlich hast du mehr Heizleistung und so weiter und ich glaube, da gibt es auch einiges mehr zu beachten und vor allen Dingen gehört dazu eine Abnahme. Alle hier verbauten Gasanlagen zählen in ein sogenanntes, jetzt weiß ich nicht genau, wie das heißt, das ist ein Gasdokument, wo alle mit Seriennummer aufgelistet sind, mit ihren Verbräuchen und Nennleistungen und was weiß ich nicht alles. Also da muss man auf jeden Fall hinterher eine Abnahme machen, da solltet ihr drauf aufpassen. Also zu einer Dieselheizung zu wechseln, wird nicht so einfach funktionieren, das kann aber sein, dass man halt die 6E dann schneller verbauen kann. Da muss man dann nochmal genauer Er möchte nicht gucken. zu dieser, also er möchte ja nur zu 6E. Genau, also man muss halt genau auf jeden Fall eh auch eine Abnahme dafür haben. Und wenn man das selber baut, weiß ich nicht, ob man die dann auch bekommt. Wir schauen aber trotzdem mal nach euren Anschlüssen, also vielleicht finden wir da was. Genau, dann seht ihr das
als unsere Schlafszene oder ihr seht einfach eine Schlafszene. Genau. Ja, das waren die ersten Fragen. Wenn ihr sowas auch, also erstmal hat euch das gefallen, dass wir die Fragen euch so beantwortet habt, dann gerne mal einen Daumen hoch geben. Das Genau. freut uns dann. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, immer gerne in die Kommentare. Vielleicht auch irgendwie so ein Hashtag machen. Wobei wir überlegen auch mal so ein Q&A zu machen. Habt ihr Ja. da Bock zu, dass wir mal mehr Fragen Dann schreibt beantworten? das auch rein in die Kommentare, denn das können wir dann auch mal durchführen. Ne? Genau. Ja. Und sonst, wie gesagt, schickt uns gerne auch Mails. Das hat jetzt auch einer gemacht, der wollte gerade den Sog im Pepper verbauen, der Ah Peter. ja. Wir grüßen dich, wenn du dieses Video siehst. Wir hoffen, es hat funktioniert. So ganz konnten wir da leider nicht helfen, weil wir das die ganze technische Voraussetzung nicht mehr hatten, weil ist auch schon ein Jahr wieder her, wo wir den Sog in den Pepper verbaut Ja, haben. das ändert sich ja auch in den Fahrzeugen halt jährlich, das muss man ja Ja, auch er sagen, hat den ne? selben Pepper wie wir. Ach so, okay, Also gut. wie deine Ja, Eltern. weiß ich Aber wie nicht. gesagt, Okay. da konnten wir noch nicht ganz helfen, aber wir versuchen jetzt immer, wir informieren uns dann auch immer, also dementsprechend. Genau. So, wie gesagt, entweder bekommt ihr jetzt eine Schlafszene oder eine Sequenz, lieber Frank, und dann geht es weiter mit dem Bordcomputer. Genau. Ja, jetzt noch mal zu zu dem Anschluss. Ganz unten läuft das Kabel, dieses hier. Das ist das Kabel für den Stromanschluss. Dieses geht hier hoch und kommt hier wieder raus. Geht hier sozusagen auf diese Steckverbindung. Also das heißt, wir haben hier ja, so ein Verteilersystem. Wenn du das hast, dann kann es sein, dass es klappt, dass du das theoretisch dann einfach fast nur aufstecken musst. Aber du solltest auch aufpassen und gucken, die Sicherung hier, die muss natürlich dementsprechend belastbar sein. Weil sonst fliegt die ja raus. Ich glaube, dass hier so eine Doppelsicherung verbaut ist. Und daher könnte es vielleicht sein, dass das bei dir nicht so der Fall ist. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel Ampere die hat. Aber so genau kann ich es auf Anhieb jetzt auch nicht sehen. Also es kann sein, dass es eine 16 oder eine 13 Ampere Sicherung ist. Also das weiß ich nicht so genau. Eins von den beiden, da musst du auf jeden Fall aufpassen und nochmal nachgucken. Und ansonsten, wie gesagt, auf die Abnahme und so weiter, frag mal am besten einen Händler dazu. Der kann dir bestimmt mehr dazu sagen. Neuer Tag, Neues Glück. schlechteres Wetter, aber Das das ist es. stört uns hier nicht. In Nö. Malibu können wir das wunderbar machen. Wir wollen gleich was verbauen. Das liegt doch schon. Und ganz wichtig, das müssen wir ja natürlich sagen, wir haben ja gestern die Level Control gezeigt von Truma. Jetzt ist das hier irgendwie ein... Batteriemonitor von Victro, Genau. Victron Energy oder so, Und was wenn es wichtig richtig ist, ausgesprochen ist. das ist alles selbst gekauft, das ist keine Werbung dafür, sondern wir sind von diesen Produkten eigentlich Ja, wir haben uns sie zufrieden. ausgesucht, weil wir davon überzeugt sind und von daher, ja, das ist ja für uns auch ein Testen, aber naja. Aber für euch keine Werbung, sondern es gibt noch viele andere Marken. Müsst ihr selber gucken, wir können natürlich das austesten, was es ist. Und alle Es gibt ja eine Menge Sachen, können wir also. nicht kaufen, weil das hat ein Markus schon mal gesagt, Das wird ist zu zu teuer. teuer. Wir haben aber noch eine Frage, die wir natürlich beantworten möchten. Und zwar die Frage kam natürlich auch, wie ihr ja mitbekommen habt, das ist ja unser Übergangs-Malibu. Und da fragt man sich, sag mal, wie sind denn da die Konditionen? Lohnt sich das eigentlich? Wir blenden euch jetzt gerade mal eine Grafik ein, was die Kilometerzahl angeht. Also wir dürfen diesen Fahrzeug in dieser Kondition nach 6 Monaten 10.000 Kilometern. Und nach 12 Monaten 20.000 Das Kilometer. entspricht unserem normalen Fahrverhalten, wie wir im Jahr oder wie viel wir im Jahr reisen und Ja? fahren. Wenn wir jetzt ein Fahrzeug mieten würden, das wäre ja auch eine Alternative vielleicht gewesen, aber wir müssen mal sagen, wir möchten dann das Auto immer da haben. Das immer in der Konstellation, nicht man fährt Also zum es Händler. ist, nein, nein, es ist dann die gesamte Zeit gemietet, Genau, da hätten logischerweise. wir natürlich knappe 30.000 Kilometer drin gehabt und knappe 58.000 nach 12 Monaten. Da haben wir so einen Standard genommen, 69 € am Tag, 200 Kilometer inklusive. Das ist so einer der Angebote, die wir bei uns in der Region gehabt haben. Ja. Das für euch einmal. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Preis. Kostenfaktor, genau. Ne, der ist mal gar nicht so uninteressant. Wir machen nach 6 Monaten einen Wertverlust von 6%, nach 12 Monaten nur 10%. Dafür nutzen wir aber dieses Fahrzeug. Und wir bekommen noch mal ein neues Fahrzeug. Also, dass man dann natürlich auch einen gewissen Wertverlust hat, denke ich, sollte jedem klar sein. Ne? Würden wir aber mieten,
hätten wir Kostenbasis von 14% des Kaufpreises von diesem Fahrzeug oder halt nach 12 Monaten sage und schreibe 28%. Das heißt, Mieten bis zu unserem Fahrzeug kommt, wäre Das einfach, hätte sich bei uns auf jeden Fall nicht gelohnt, das wäre Marcel, viel zu teuer geworden und deshalb sind wir damit zufrieden. Wir haben das entsprechend ausgerechnet. Das wollten wir mal gesagt haben, weil man das so gefragt hat. Also unsere genau. Kondition, wenn wir den Wagen zurückkaufen, 6% Wertverlust abgerechnet oder nach 12 Monaten 10%. Das ist einfach eine Eine Sache. faire Sache. Damit können wir leben. Genau. Das soll es jetzt aber mit den Fragen gewesen sein. Jetzt geht's damit weiter. Und das bedeutet, ich muss noch mal die gesamte Konsole, also das heißt den Fahrersitz, der muss noch mal raus, dass ich an die Batterien rankomme. Und wie das dann funktioniert, bis dahin, glaube ich, das kriege ich alleine hin, das noch mal rauszuschrauben. Und danach zeige ich euch, was ich dann genau mache. Also, schraub mal. Dann los. Ich hab's geschafft, mal wieder diesen Sitz hier rauszubauen. Da ist der Shunt, der muss zwischen dem, also beziehungsweise der muss auf die Leitung für die Masse geklemmt werden. Und zwar wird der genau dazwischen gesetzt, damit er die Ströme messen kann. Also einmal den Ladestrom natürlich und dann hast du noch den Verbraucher. Wollen wir ja auch wissen, das ist ja ganz wichtig und der wird dann halt auch gemessen. Das wird in beide Richtungen gemessen. Einmal mit sozusagen Plus fürs Laden der Batterien, einmal mit Minus fürs Entladen der Batterien. Ja, den habe ich jetzt auf den EBL draufgepackt, weil da sitzt er ganz gut. Das ist auch, ich sag mal, schön fest, also das reicht. Wäre es jetzt unser Fahrzeug, würde ich das natürlich ein bisschen nochmal, ich sag mal, besser verbauen, also schön festschrauben unten. Da gibt es ein Blech, da kann man das dann ganz gut machen, aber das kommt dann im späteren Fahrzeug. Hier reicht das auf jeden Fall. Ja, da kann auch kein Kurzschluss entstehen, also das ist alles frei. Darüber decke ich das dann nochmal ab mit einem Isoliermaterial, also das dürfte dann auch gar kein Problem sein. Ja, jetzt heißt das, die Dinger hier, ich habe hier schon gequetschte Kabel, die muss ich jetzt noch mal ein kleines bisschen aufbohren, weil die sind doch ein bisschen zu klein. Das ist der EBL, ist ein 500er Shunt, Quatsch, der Shunt, das ist ein 500 Ampere, das heißt, da kann richtig was durchgehen. Aber die Ösen hierfür sind natürlich nicht dafür ausgelegt. Die haben jetzt hier nur einen Durchmesser, glaube ich, von 8 mm und 10 brauche ich. Also muss ich es dementsprechend aufbohren. Aber es sei auch dahin gesagt, der Shunt hat eine höhere Kapazität, als wir eigentlich brauchen. Also die Kabel, die zum EBL gehen und so weiter, die sind wesentlich kleiner und wesentlich dünner. Also da wird gar nicht so viel Strom natürlich durchfließen. Ja, nichtsdestotrotz. Jetzt habe ich noch ein bisschen Arbeit, das mache ich erstmal und wenn ich dann soweit bin, dann zeige ich euch das. Jo, so, also, den Shunt haben wir jetzt verbaut. Das Kabel für den, ja, für das Modul, wie heißt es, Head Unit haben wir auch verbaut. Und zwar, Shunt sieht so aus. Ups, kann man sehen. So, wir haben da jetzt einfach hier oben drauf gepackt. Das ist sehr stabil, also da geht gar nichts, da rüttelt nichts. Das sollte ganz gut passen. Ja, dann haben wir das Kabel hier unten reingelegt, sind hier unter diesen Sitz drunter, unter die Sitzkiste. Und jetzt muss ich mal einmal suchen. Da liegt das Ding aktuell normal drinne. Wir werden das jetzt hier nicht verbauen, weil normalerweise ist das Kabel lang genug, dass wir das theoretisch bis da oben hoch, also sprich hinlegen könnten das Kabel, um dort in die Verkleidung dann auch diesen Batteriemonitor sichtbar einzubauen. Das machen wir hier nicht, das machen wir dann später bei uns im Fahrzeug, so dass das dann schön verbaut ist. Aber dieses hier reicht jetzt erstmal hin, denn wir haben uns einen Batteriemonitor natürlich gekauft, der mit Bluetooth funktioniert, also das heißt mit einer Möglichkeit, dass wir auch die Historie sehen können, was wir so an Verbräuche haben und so weiter und alles dann halt per App. Das heißt, wir steuern das System komplett per App. Macht auch am meisten Sinn. Ich denke mal, da muss man einfach nur mal ran, wenn man das Teil mal zurücksetzen muss, was auch immer. Oder ja, wenn man vielleicht da doch mal was ablesen kann oder will, dann ist es auch kein Problem, denn es ist unter der Sitzkiste des Beifahrers, also das sollte auch kein Ding sein. Ja, jetzt heißt das wieder alles zusammenschrauben. Und dann schauen wir mal, was wir euch noch so in der App vielleicht zeigen wollen. Schauen wir einfach mal gleich. Das gemütliche Sitzen, würde ich sagen, hat ein Zeichen. Wir sind fertig. Wieso wir? Was habe ich denn damit zu tun? Ja, ich bin fertig. Aber ich bin auch fertig mit der Welt. Also das ist schon ein bisschen anstrengend, hier unten immer zu kräuchen und.
so weiter. Aber es geht alles. Also es ist alles machbar. Es ist jetzt auch nicht wirklich schwer. Also alles gut. Ja, im Endeffekt können wir jetzt da eins sehen. Zeige euch das da mal in die Kamera. Wir haben halt dort einfach eine, ja, Möglichkeit jetzt zu sehen, wie viel Spannung wir oder beziehungsweise wie voll die Batterie ist und wann sie leer ist. Und wir sehen halt auch den aktuellen momentanen Verbrauch. Was man hier in dieser App auch ganz schön sehen kann, ist, so wie der Verlauf war. Also wann ist welche Energie reingekommen und wann ist welche Energie rausgegangen. Das Ganze lässt sich natürlich ja auch mit Solar ganz gut machen. Das heißt, gerade wenn man Solarplatten hat, kann man halt genau sehen, an welchem am Tag genau wann die Sonne im Prinzip Energie gespendet hat und wie lange ich ungefähr da noch mit ausreiche. Ja, das wird hier alles so ein bisschen ja, gezeigt. Hier sagt er, bei der aktuellen was wir jetzt gerade verbrauchen, sollten wir 1,8 Tage mit, oder beziehungsweise nee, ein Tag und 8 Stunden mit hinkommen. Dann sollte man mal wieder, ja, eine Runde fahren, um die Batterien dann auch wieder aufzuladen. Das liegt aber auch daran, da dahinter steht ja noch der Laptop und der rendert gerade ein Video, das ihr hoffentlich schon gesehen habt. Lief nämlich am Dienstag die Stellplätze in am Nordostseekanal. Das habe ich nämlich in der Zeit gemacht, weil das lohnt ja nicht hier, wenn hier so viele Leute rumwuseln. Also bin ich hinten aufs Bett gegangen und habe da einfach mal das Video fertig geschnitten und jetzt Das ist das rendert halt. Schöne hier im Van. Hier hast du natürlich richtig viel Platz und kannst dich natürlich dann auch dementsprechend austoben. Ja, gut, wenn du jetzt hier vorne noch gewesen wärst, es war eh schon alles eng genug, weil ich hier das ganze Werkzeug hatte, logischerweise. Ja, und von daher war das ganz gut, dass einer dann weg ist. Jo. Albert, wir werden das jetzt alles austesten, diese Genau. ganzen Sachen, was wir jetzt hier verbaut haben. Wie gesagt, wir haben unser 2-Pups-Level, wir haben unser Energiemonitor. Batteriemonitor, genau. Genau, was wir immer noch nicht haben, ist das Radio. Ja, das verspätet sich leider Genau, irgendwie. da habt ihr dann, darauf wartet ihr. Was verbauen wir? Ja, jetzt, wir hätten es eigentlich euch verraten, aber ganz ehrlich, aufgrund der Situation, dass wir nicht mehr wissen, ob das geliefert wird, verraten wir euch es weiter nicht. Genau, wir gucken mal, was es dann werden wird, weil wenn ich es nicht bekomme, muss ich mich vielleicht für was anderes entscheiden. Müssen wir einfach mal gucken. Genau, und der Plan ist ja, das Radio, was wir hier einbauen, soll ja das Radio in unserem anderen Malibu dann ersetzen. Genau. Das Video ging jetzt sehr lang, aber wir haben auch Fragen beantwortet diesmal und deshalb war es mal wieder ein längeres Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Oder wolltest du noch was sagen? Nee, Gut, ich bin auch durch. du sagst gerade so Fragen aus. Wir werden jetzt was zum Essen kochen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne ein Like, kommentiert in die Kommentare, drückt die Glocke, dann verpasst ihr gar nichts. Und für alle Likes, für alle Kommentare sagen wir schon mal Dankeschön. Wenn ihr uns aktuell folgen wollt, dann schaut doch gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, denn dort habt ihr immer aktuelle Fotos. Wenn ihr kein Instagram habt, kein Problem. Wir sind natürlich auch bei Facebook, facebook.com/kreuzfahrtcamper. Da seht ihr natürlich auch aktuelle Beiträge, aktuelle Fotos. Ein super Tipp ist natürlich immer unsere Internetseite www.kreuzfahrtcamper.de. Dort haben wir alle Videos nochmal verlinkt in verschiedenen Kategorien, so dass ihr die besser findet. YouTube ist ein bisschen schwieriger. Dort findet ihr alle Videos, die wir gedreht haben und noch ein bisschen mehr. Nämlich Anleitungen und auch Tipps und so weiter, Stellplatzguides. Also das heißt, ihr könnt euch auch dort die Koordinaten für die Stellplätze zum Beispiel raussuchen.